Du möchtest ein Glow deiner Haut haben? Es gibt Geräte, die das können. Eines dieser Geräte ist das Radiofrequenz-Microneedling in unserem Hause der Potenza. Ich erkläre dir, wie solche Geräte funktionieren. Für diejenigen, die zum Beispiel eine mehr pigmentierte Haut haben oder auch unter sehr großen Talgdrüsen leiden oder so etwas, gibt es eine Technologie, die man Microneedling mit Radiofrequenz nennt. Radiofrequenz, Microneedling, das kann man drehen, wie man möchte. Nun, was machen diese Geräte? Sie stechen mit Nadeln in die Haut hinein und dann fließt zwischen der Nadel von Plus nach Minus und Minus nach Plus ein Strom. Und wenn man das 1 Million Mal pro Sekunde macht, dann nennt man das Radiofrequenz. Einige von euch werden eher mit 1 Milliarde Zyklen plus minus bekannt sein. Das nennt man nämlich dann Mikrowelle. Man kann also durch schnellen Wechsel der Polarität beim Stromfluss Hitze erzeugen. Nun, Hitze, das habe ich in vielen anderen Videos schon mal erklärt, kann sehr hilfreich sein, um Haut zu straffen oder Wundheilungsreaktionen in der Haut auszulösen. Nun ist es immer dann, wenn ich mit einem Laser Licht oder einer Strahlung in die Haut hinein will, von außen nach innen, notwendig, an der sogenannten Epidermis, auch an den Pigmentzellen vorbeizumüssen und auch an den Gefäßen vorbeizumüssen. Das löst nicht selten eine Rötung oder eine Mehrpigmentierung aus. Mit den neueren Geräten, mit dem sogenannten Radiofrequenz-Microneedling, steche ich mit Nadeln hinein, gehe also an der Epidermis oder an den Gefäßen vorbei und löse dann in der Tiefe einen Hitzereiz aus und kann damit die gewünschte Reaktion, nämlich Wundheilungsreaktionen, provozieren. Und damit werden diese Radiofrequenz-Microneedling-Geräte colorblind. Das heißt, ich kann auch etwas mehr pigmentierte Menschen, dunkler pigmentierte Menschen, also sehr empfindliche Menschen damit behandeln. Und ich kann eben Einfluss auf die Hautadnexe, das heißt in der Tiefe liegende Drüsen, wie zum Beispiel die Talgproduktion, mit beeinflussen. Nun, das Besondere an diesen Geräten ist zum einen, dass sie Hitze erzeugen, dass ich sehr genau sagen kann, wie tief gehe ich hinein. Und bei einem guten Gerät ist es auch so, dass ich die Stromfluss von der einen Seite zur anderen messe, das kann man sich jetzt vorstellen, ist nicht wirklich trivial. Wir haben uns für ein Gerät der Firma Cynosure entschieden, das Potenza heißt. Warum? Weil es eben in der Lage ist, die Impedanz, das heißt letztendlich den Widerstand zwischen zwei dieser Pinne, die sich in die Haut gebohrt haben, zu messen. Und das, wenn man das 2 Millionen Mal pro Sekunde machen muss, bei 29 eingestochenen Nadeln, kein trivialer Algorithmus, also keine triviale Berechnung ist, das kann man sich leicht vorstellen. Und deswegen benutzen wir den Potenza, weil er ein kleineres Risiko hat, diese Stempelartefakte, die man mit Billiggeräten, die irgendwo aus Fernost oder sonst woher ohne Zulassung der Amerikaner, ohne CE-Zulassung und sowas hier eingeführt werden und die früher weit verbreitet waren, dass das jetzt ja eine neue Welt ist mit Radiofrequenz, Microneedling und diesem Potenza. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wir setzen das, und ich habe das selber bei mir auch schon gemacht, am Hals sehr gerne ein. Wir setzen es da ein, wo sehr dünne Haut ist, wo wir sonst gar nicht mit anderen Geräten genug Hitze reinbringen. Zum Beispiel, wenn Frauen über dem Bauchnabel so eine Palme entwickelt haben mit ganz feiner Haut nach Geburten. An den Armen setzen wir das sehr gerne ein. Grundsätzlich geht es aber überall da, wo ich einstechen kann, Hitze einbringen kann, im gesamten Gesichtsbereich. Eine völlig neue Welt, die eben viele der Nebenwirkungen, die wir mit den Lasern früher hatten, überbrücken hilft. Wenn du nun Fragen zum Thema hast, dann hinterlass einen Kommentar. Wir diskutieren gerne. Und oder aber ruf uns an, mach einen Termin, denn beraten tun wir noch lieber.